Okay, aber egal, lassen wir das. Wir wollen spielen. Ich muss hier noch die Mods, die Items rüber tauschen. Na, kurz gucken. Ein Zuschauer, gut. Beenden wir das noch kurz. So. Also, ja, den Ring möchte ich rüber tauschen. Das die zwei Ringe und das alles andere brauchen wir nicht. Noch das Portal. Mana Leech reintun. So. Okay, die sind gleich auf. Muss man gar nicht mal suchen. So, ausrüsten. Den Ring hier. So. Das bitte. Dann haben wir noch zwei Tränke, bitte. Wo hat's hier? Zwei Tränke, sehr schön. Also, du kannst eigentlich. Hä? Ja, toll, jetzt können wir dieses Amulett wegen der Stärke nicht tragen. Haben wir irgendwo Stärke auf dem Weg? Ja, hier. Ah ja, hier unten. Irgendwo. Ja, nehmen wir das obere Stärke und das Ding nicht. So, wir wollen hier. Ah, jetzt ist Fraps natürlich hier dran. Können wir gleich mal schauen, ob es ein bisschen leckt, also ein bisschen runter gehen die FPS. Nein, es ist bei 40 FPS, gut. Dann lassen wir Fraps an. Aha. Ja, ich würde automatisch die Sachen wieder hin tun. Ja, wir sehen es. Entweder ihr macht es automatisch oder ihr lasst es, aber beides bitte nicht. Haben sie wieder Probleme, die Sachen nicht mehr automatisch hinzuplatzieren. Was kommt als nächstes? Ah, hier kommen extrem viele. Nicht lecken. Es ist jetzt nur noch 30 FPS. Hat so viele Effekte auf dem Bildschirm. Bitte lassen. Jetzt kommen noch mehr. Da unten kommen noch welche. Ganz klar. Oh, nicht mal die Aura habe ich anmachen. Komm, mach die Aura an. Oh Gott. Jetzt. Also jetzt ist alles in Ordnung. Das ist schlimm manchmal, bis alles dran gedacht wurde. Also ja, man muss zuerst an alles denken und umstellen, bevor man los kann, weil nichts automatisch geht in diesem Spiel. Das Spiel, da muss man immer an alles denken. Das nervt ein bisschen. Wieso sind die Augen nicht einfach immer aktiv, wenn die Games drin sind? Dann kann man doch die Games rausnehmen. Oder muss man unbedingt die Games nie den Level up, dass die Erfahrung immer bekommen? Das ist sowas von unnötig. Dann lasst sie nicht drin, wenn die keine Erfahrung sammeln wollt. Oh je. Oder eben so eine Taste, wo Ding, ah, dieser Game krieg, soll keine Erfahrung kriegen. Das fehlt dann.
So, hier läuft es auch nicht so flüssig, wie es gerne hätte. Aber wenigstens anständig. Hau ab. So, hier unten sollte der Ding sein. Der Geist des Seefahrers. Ja, das nehmen wir nicht mit, das habe ich schon so viel mal. Hallo, stirb endlich. Extra Life und Lebensregeneration. Was hat er noch? Oh Gottchen. Die sind gepanzert. Hallo, wo bist du jetzt? Sah doch so vielversprechend aus, wo. Ich könnte noch was mitnehmen. Okay, hier sind wir komplett falsch. Dann gehen wir doch mal kurz zurück. Nehmen wir hier die Stärke mit. Dafür das Ding rauslegen. Hallo. Ah, die Rem ist ein bisschen am Arsch, sorry. Ich wollte ja den Ring ersetzen. Ja, jetzt geht's. Und jetzt möchte ich noch den Aria-Effekt mitnehmen. Oh Gott, jetzt muss ich das suchen. Ah, hier. Also Ignan raus. So. 14% erhöhter Radius, sehr schön. Die sind ab Level 41, der ist besser. Ja. Bisschen mehr Resistenzen, sehr schön. 84, der wäre noch schön. Nein, der ist nicht so gut. Besser mit Resistenzen eher. Doch, der ist besser. Diese Brustpanzer oder eher Robbe. Und jetzt gehen wir einfach weiter, machen halt die Aura wieder an. Ah, hier unten an der Wand ist dieses Buch. Es ist immer etwas zum Lesen, aber ich lese solche Sachen nicht gern, weil ich auch nicht so gut Englisch kann. Es ist zu langweilig, vor allem in so einem Spiel noch etwas zu lesen zu haben. Nee.
trifft nicht mal. Oh Gottchen. Oh, ein Quarzwand. Und der ist hundertprozentig nicht so gut wie unser cooler Stab. Also. Dann werden wir nachher nochmal ein bisschen testen, Minecraft, also das Ding. Ob alles gut geht, ob die Sachen drin sind, die ich habe. Also die ich drin möchte. Ah, endlich. So. Das müssen wir dann später einer Frau bringen. Und hier unten ist wahrscheinlich das Schiff mit dem Geist. Hey, kommt mir's vor, oder geht es irgendwie langsam? Das ist nicht gut. Bitte, lass mich nicht im Stich. Okay, jetzt ist es plötzlich diese 36% FPS. Immerhin. Ja, Fail Damage auf einen Magier Glow ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Ja, nur Cold Damage. Ist zu schwach. So, hier rüber. Oh, ist das groß. Und scheinbar tut Minecraft halt so viel RAM fressen wegen Java und so, dass es nicht so flüssig läuft. Hat immer Nachladerockel hat. Ich hoffe es nicht. Hallo, wo bist du jetzt? Ganz rechts? Hä? Dann hier unten. Das ist ja ganz rechts. Aber scheinbar falsch. Komm hier unten irgendwo. Hä? Ich war ja schon überall. Ist so scheiße gemacht. Sieht man es doch nicht. Ist hier unten noch etwas? Ah, Desync-Probleme. Auch noch. Ist hier unten. Ah, es geht noch weiter. Das sah ich das erste Mal gar nicht. Okay, gut. Dann ist es doch hier unten. Ja, und hier ist er auch. Scheiße gemacht. Die Map ist so scheiße gemacht. Aber eben besser als bei anderen Spielen. Also, ich jetzt zum Beispiel, ja, die weniger guten Action-Rollenspiele haben auch solche Karten und die sind nicht so gut weitreichend und durchsichtig.
nicht laggen. So kleine Stream-Fehler. Also so Performance-Problemchen führen dann zu diesen Haken, wo einfach mal ein paar FPS übersprungen werden. Und das ist nicht so gut für meinen Stream. Also lass es bitte, Streaming-Ding, Broadcaster. Bitte nicht so viele Effekte, dankeschön. Also hier ist schon mal nichts. Hau ab. Wir brauchen das gar nicht, okay. Dann haben wir das halt hier noch nicht. Dort waren die Kanalisationen. Da, die Kanalisation. Und hier. Dachte, das habe ich schon mit diesem Charakter, aber das war mit dem Shadow. Hier ist nichts. Oh Gott, jetzt sind wieder diese Viecher hier. Die Shark-Viecher. Hallo, trefft. Ja sicher, wie viel Schaden machst du? So. Hallo, wie groß ist dieses? Jetzt. Schon, das hört er nie auf. Na, dann machen wir das nächste Mal lieber den Freezing Pulse Jar weiter oder so. Mal überlegen. Wir könnten Split Arrow Range machen. Und beim Stream ist der nicht so gut, weil der halt sehr viel Präzision, also sozusagen nicht Präzision, sondern Ding braucht, Mobilität. Wir müssen dann immer wieder zurückgehen und wieder casten, zurückgehen. Und das geht irgendwie im Stream nicht so. Und die Effekte sind wahrscheinlich zu groß. Das laggt ein bisschen. Also, ich tue mal alle Items wieder reinlegen.
So, das kannst du hier lassen, bitte. Charakterin. Weg da. So, und die lassen wir hier. Eigentlich alles, ja. Und die, dann verbreite ich bis nächsten Stream das mal vor. Und ich hoffe, es leckt nicht mehr so oft. Also beenden wir hier und schauen mal Technik Launcher. Welchen Mod wir hier noch brauchen, laden wir den noch runter. Weil ohne Care funktioniert der Mod, ohne Car Core. Der funktioniert dann nicht so. Space Core SNO Space Core. Die Website ist nicht verfügbar. Oh Gott. Ich möchte aber auf die erste Seite. Erste Seite bitte. Hallo. Langsam, alles ist langsam. Ah, da kann man eigentlich schauen, welcher Mod das braucht. Beim Wind. Okay, umplatzieren. Also ist kein Mod, den ich habe. Dann werden wir den Spacecode halt einfach nehmen. Ja, ich möchte es downloaden. Ah, hier. Nirgends ist geschrieben, dass man es downloaden, wo man es downloaden kann, nur hier. Also wurde auch scheiße gemacht von dem. So. Wir haben hier noch eins offen. Nicht? Okay. Dann, Minecraft, Roaming, Technik, wo warst du da? Take of the B-Team, Mods, Space Core. So, jetzt nochmals laden. Kann ich gleich mal schauen, ob die wichtigen drin sind. Was ist das da? Hä? Also bin ich jetzt bei Downloads? Da, da wollte ich hin. Moment kurz. Mods, wo bist du? Da, den möchte ich noch reintun.
Und das Timecraft haben wir. Nehmen wir noch das Timecraft-Zeugs rein. Mindshrieker könnten wir noch reintun. So, Matura haben wir drin. So, jetzt wenn du noch etwas brauchst, dann verstehe ich irgendwie das nicht. Wieso braucht jeder Mod einen Ding noch, ein Core-Mod? Das ist völlig behämmert. Oh, Minecraft-Mod, das sind genauso blöd wie Java selber. So. Jetzt geht gar nichts mehr. Ja. Deutschland hat die Folge gewonnen, 4-0. Brauern. Wir haben gestern verloren. Und läuft eigentlich relativ gut, oder? Ladest gar nichts mehr. Oder geht es einfach so lange, weil wieder Java nichts findet? Also irgendwie funktioniert da das nicht mehr. Mein Tweak raus. Ja, wie ist der irgendwann noch geladen oder was ist los? Oh Mann, ich habe immer das Falsche. Da meinetwegen raus und... Timecraft Mob Aspect, vielleicht ist es das. Das kenne ich nämlich nicht. Start endlich bitte. Okay, dann gehst du gar nicht mehr. Ist das alles nicht im Fenstermodus? Ich kann probieren, ob Diablo 3. Gottchen. Machen wir mal Steam aus. Aber vielleicht ist das, dass es so geleckt hat, also ein bisschen geleckt hat. Das Inhalt.
okay, spielen wir ein bisschen Diablo 3 noch und dann, ja, vielleicht morgen dann mehr Livestream. Oh. Seht ihr das eigentlich? Okay. Optionen, Grafik, Fenster, Vollbildfenstermodus. Anwenden, okay. Hallo? Selbst das wählt man nicht, oder was? Jetzt seht ihr es. Okay, dann werde ich auf das nächste Mal mal ein bisschen mehr Spiele installieren, wo und Fenstermodus machen kann. Na, leckt's nicht. Bisschen wenig FPS. Es geht immer wieder hoch. Naja, nicht ganz so, wie ich es gern hätte. Stellen wir ein bisschen Sachen runter. Das soll es. Reflexion, Physik, Qualität, niedrig. Anti-Aliasing aus. So. Schon ein bisschen besser. Aber eben dieses Stream-Zeugs, das frisst schon Leistung. Immerhin läuft es jetzt mehr oder weniger flüssig. Noch ein bisschen runterstellen. Was ist jetzt an den Reflexionen? Was hat sich da geändert? Jetzt läuft das recht flüssig. Ja, toll, jetzt wegen den Effekten nicht. Geht's noch? Ja, okay, das ist nicht so gut zum Stream gedacht. Dann werde ich mal die Sachen wieder hochstellen. Ah, nein, das ist verringert. Auch. Okay. Soll ich noch ein bisschen? Ja, es kommen leider nicht mehr Leute hinein.
Sollen wir Path-of-Exile jetzt machen? Naja, okay, dann schauen wir das nächste Mal weiter. Ich beende den Stream jetzt und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.